Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück zu Terraria auf der Nintendo Switch. Ich will, bevor wir hier unten unser Glück versuchen, nochmal hier in den Dschungel schauen, ob ich vielleicht doch noch irgendwie irgendwo ein oder zwei Herzcontainer finden kann, Lebenskristalle. Und dazu sausen wir nach Osten. Platz habe ich noch ein wenig, ja. Das passt. So. Ach, ich glaube, ich habe wieder mein ganzes Geld mit. Wieder gut gemacht. So. Ich glaube, allzu weit ist es nicht mehr. Oh, hier haben wir wieder irgendwo einen Meteoriten. Oder auch nicht. So, wir sind dem Dschungel nahe, würde ich sagen. Das sieht schon dschungelig aus. Hier gehen wir mal runter. Autsch. Moment mal, was leuchtet hier so rot? Oh, da drüben. Dieses Erz habe ich gesehen. Und hier drüben eine Druckplatte wieder. Wo haben wir unsere Fackeln? So. Ein Lebens... Ah, ich wollte den abbauen. So. Das ist schon mal gut. Ein Lebenskristall. Yep. Zack. Und schon haben wir 300. Das ist ja schon mal gut. Wir gehen hier einfach mal ein wenig durch. Vielleicht haben wir Glück. Ah, hier ist noch haufenweise Kohle. Au. Hier runter. Das ist jetzt vielleicht taktisch gar nicht so klug, was ich gerade mache. Weil Ertrinken bringt nämlich nicht viel Leben. Habe ich gehört.
Währenddessen graben wir uns mal einen Weg nach unten. Schon die Hoffnung, dass hier drüben auch einer ist. Aber hier drüben, das sieht doch auch ganz vielversprechend aus. Gummi. So. Ja. Ach, schon wieder voll. Das ist aber nicht gut, weil hier gibt es ein paar Sachen, die ich mitnehmen will. Okay, Druckplatten brauche ich jetzt erstmal nicht. Silbergeschoss. Die Leuchtwurzel auch nicht. Dschungelsporen. Ich habe so viel Zeug mit. Ich würde sagen, wir casten unser Schwein. Ach, hier haben wir auch alles schon voll. Aber wir haben wieder genug Platz für diese Sachen. Die Statuen möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Ein Wiederbelebungsband. Das gefällt mir. Mit Abwehr. Das gefällt mir sehr gut. Ansonsten eher Standardzeug. Aber dieses Wiederbelebungsband, schön, ein wenig Regeneration kann ja nicht schaden. Nur, was geben wir weg? Wilde Klauen. Diese Obsidianrose, die brauche ich jetzt im Moment eher nicht. Da nehmen wir das mit. So. Dann. Ja. Kommt her. Wieder voll. Komm her, du Vanisse. Autsch. So, erstmal. Hier runter, hier sehen wir, wie. Lauter schöne Sachen. Viele, viele.
So. Diesen Drecksblock geben wir weg. Eine Weinrebe brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Diese Tür auch nicht. Schauen wir mal. Komm her, du Sau. So, hier. Könnten wir... Ach, die falsche Taste erwischen. Den hier übertragen. Schnell stapeln, jawohl. Okay, ganz wichtig, dieser hier. Ganz wichtig. Ups. So, dann geht's weiter nach unten. Oh. So, also ich muss wieder etwas Luft schnappen. Wäre zumindest gut. Hier ist eine Kiste. Mit Flossen. Hier will ich rüber. So, jetzt. Ein bisschen Gold schnappen. Das sieht doch auch ganz nett aus, was hier drinnen liegt. So, dann. Der nächste Kristall. Also, eigentlich sollte das schon reichen. Aber jetzt haben wir gerade so einen schönen Lauf. Schauen wir mal hier nach unten. So. Das füllt sich ganz schnell. Irgendwas hat mich jetzt getroffen. Und jetzt ist wahrscheinlich Schluss. Ja, geht ganz schnell. Aber, gerade noch. Ja, zumindest kurzzeitig. Geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Ich brauche jetzt kein Seil. Ich brauche jetzt keinen Schlickblock. Ja, gehen wir mal darüber. So, da drüben ist schon Lava.
Diese Munition brauche ich im Moment nicht. Den brauchen wir im Moment nicht. Weinreben brauchen wir nicht. Geschenk der Natur könnte mal nützlich sein, wenn wir ordentlich mana-intensive Sachen nutzen. So. Ich würde sagen, ich gehe mal hier runter. Jetzt hier eigentlich aus? Naja. So. Was ist hier drüben? Das ist, das war glaube ich ein Pilz, soweit ich das erkennen kann. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher drum. Schauen wir an. Sicherheitshalber nochmal nach. Ja, ein Pilz. Oh, hier. Diese Richtung. Oh, da unten. Das gefällt mir schon wieder. Ups. So. Ach so, schade. Ich dachte, da wäre mehr. Aber hier unten leuchtet was. Ja, das scheint eher die Lava zu sein. So. Trotzdem. Oh, da gibt's viel. Viele Gegner. Viele Menschenfresserchen. Oh, schade. Oh, das war wieder intelligent. Das ist keine Lava. Okay. 340, ich denke, das ist schon ganz gut. Das kann man, glaube ich, schon so lassen. Aber einen hätte ich noch gern. Ich weiß, ich bin vielleicht, ouch, vielleicht hier etwas unverschämt. Oh, ich habe nicht mehr sonderlich viel Leben. Toll. 60 ist jetzt nicht zu viel. Hm.
Decke hier rüber noch. Und dann muss ich irgendwie wieder nach oben kommen. Der Handelsreisende ist eingetroffen. Der ist uns aber im Moment reichlich egal. Wie kommen wir jetzt wieder schnell nach oben? Ich weiß, eine Möglichkeit gäbe es, aber da verliere ich so viel Gold. Weil mittlerweile habe ich jetzt schon relativ viel. Okay, hier unten in diese Höhle schaue ich noch und dann schaue ich zu, dass ich nach oben wieder komme. Das gesamte Inventar, also nicht das gesamte Inventar, aber mein Inventar wieder etwas leere. Und dann starten wir unseren Versuch. Ah, schade. So, jetzt machen wir uns, denke ich mal, auf den Weg Richtung oben. Vielleicht stolpern wir noch über einen kleinen Lebenskristall. Oha! So, ich muss wieder lernen, damit umzugehen. Also das ist jetzt definitiv noch interessant. Ein wenig Honig. So, den killen wir auch noch. Okay, leider hier wohl nichts mehr. Ja, schön. Schön wäre es gewesen. Aber den brauche ich nicht. Die brauche ich jetzt auch nicht. Und hier eine rote Druckplatte ist mir auch schnurz egal. Ich hole mir mal ein wenig Bienenstöcke. Ah ja, Biene. Bienenkönigin ist aufgewacht. Hallo Bienenkönigin, wo war hier sie? Na, die ist. Ja, wäre gut, wenn ich ein wenig Vorkehrungen treffen hätte können.
Ups. Naja, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. So viel Leben hat sie gar nicht mehr. So, ganz ruhig. Vielleicht nehme ich mal diese. Hat auch eine ganz gute Reichweite. So, jetzt habe ich viel Zeug bekommen wieder. So. Auch nicht die Knie der Biene, der Birne. Silbergeschoss. Gibt Bienen, wenn sie beschädigt. Bomben. Bienenstockwand. Schauen wir mal, was sonst noch so herumfliegt hier, herumliegt. Knochen, glaube ich, habe ich auch schon genug. Ups. Wir brauchen Licht auf jeden Fall. Ja. Stopp! So. Ja, das war jetzt überraschend, aber definitiv cool. Wir arbeiten uns jetzt einfach so ein wenig nach oben. Vielleicht, wenn wir noch mal Glück haben, ups, wenn wir noch mal Glück haben, erwischen wir noch einen Herzcontainer. Sieht jetzt erstmal nicht so
so gut aus mit Glück, aber wollen wir nicht undankbar wirken? Weil das war definitiv schon sehr cool. Ah. Es beamt wieder. So, Licht brauchen wir. Bienen weg. Ja, wir sind definitiv jetzt hier am Ende. Also am östlichen Ende der Karte. Ich will jetzt noch schauen, was hier so. Könnte ich hier nochmal diese Bienenkönigin beschwören? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wofür es eigentlich gut ist. Ein Medizinmann ist getroffen. Hm. Ganz ruhig, Bienchen. Das war jetzt ganz gut. Versuch's nur. Ich sauf inzwischen ein wenig Honig. Soll ja gesund sein. Komm. Ja. So. Jetzt haben wir. Wir haben immer mehr Zeug. Noch so eine Wabe. Immunität gegen Gift ist ja auch cool. 755 Wurfsterne würde ich nur ungern wegwerfen. So, ich denke, wir haben jetzt alles hier. Ah, hier haben wir noch eine. Ein Knie der Biene. Was will ich hier wegwerfen? Gar nichts eigentlich. So, jetzt. Ja, jetzt. Das wär's hier. Ja, so läuft's ab und zu mit den Plänen. Da hat man gute Pläne. Und dann kommt eine Bienenkönigin. Nach oben bitte. Ups. Schweinchen. Ja, ich muss definitiv weiter. Weiter hierüber. Ein wenig. Mehr Licht machen, so.
Nicht, ach so. So, jetzt. Nicht nett. Nicht nett. Ich wollte nichts tun. Selber schuld. Okay. Oh, Wasser. Fackeln. Wo bin ich eigentlich? Oh. Das ist doof irgendwie. Ich muss definitiv nach Westen. Weil wenn ich mich jetzt nach oben grabe, dann lande ich. Oh, hallo. Wenn ich mich gerade nach oben graben würde, dann wäre ich gelandet in einem im Ozean. Stopp. Ach, lass mich doch in Ruhe. So. 360. Ah, oh, das will ich aber jetzt auch noch mitnehmen. Ah, so viele coole Sachen irgendwie. Den Granitblock brauche ich jetzt. Behaupte ich jetzt einfach mal nicht. Brauche ich nicht. So. Sind auch so viele schöne Sachen verborgen. Fledermäuse. Oh, eine Truhe. Da ist bestimmt jetzt ein Magic Mirror drin. Dann habe ich nämlich kein Problem mehr mit zurückkommen. Das wäre jetzt natürlich das ideale Szenario. Wünscht mir Glück. Nö. Ich weiß nicht, was ich weggeben soll. Den machen wir mal weg.
Schlammblöcke brauche ich auch im Moment nicht. Ich denke, das lassen wir mal so. Im schlimmsten Fall kann ich immer noch darauf zurückkommen, irgendwie, irgendwann. Ah, da ist noch eine Kiste. Komm ich dahin? Das wäre jetzt natürlich was, wenn ich durch die Wand hier hinkäme. Ups. Und ich komme hin. Schilfrohr, ganz nett, nicht ertrinken zu müssen. Ja. Ein Heiltrank. Ach. Das Schilfrohr ist natürlich wirklich nett. Spike-Bienenwabe, geheimnisvoll Bienenwabe. Ups, dann nehmen wir eine mit. So. Dann geht's weiter Richtung Westen. Und ich hoffe, dass der Granit bald aufhört. Das geht schon schneller. Ach, weg hier. So, so weit es geht nach oben. Wieso treffe ich den nicht? Jetzt. Hallo, Schönheit. Ich kann natürlich leider nichts mehr tragen. Aber so ein Lebenskristall geht doch immer, oder? Wenn man kurz was beiseite legt. Okay. Oben der. Aha, die nächste Truhe. Ups. Wieder kein Magic Mirror. Schade. Ah, hier oben sehe ich noch einen.
Lebenskristall auf der Minimap. Das muss einer sein. Da oben sehe ich ihn schon. Hier rüber. Und dann habe ich die vollen 400 und dann heißt es aber schleunigst nach oben. So, wo ist jetzt der Kristall hin? Hier ist er. So, dann will ich aber wieder die Kabel haben. Ah, hier ist die nächste Truhe. Nein, kein Magic Mirror. Ich glaube, ich setze meinen Weg Richtung Westen fort. Wenn ich mir die Map ansehe, ja, dann komme ich bald hier raus und dann kann ich hier rauf. Ja, das sieht gut aus. Es werde Licht. Ach. Ratet mal die nächste Truhe. Aber Hermesstiefel? Moment, die brauche ich doch. Ah, jetzt gehen wir das weg. Das kann ich ohnehin wieder basteln. Die brauche ich doch, um sie mit den anderen Stiefeln zu den besseren Stiefeln umzuwandeln, zusammenzusetzen. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. So, Licht. Ich sauf hier die ganze Zeit Honig. Nö, hier rüber. Also wenn das mal nicht ein erfolgreicher Ausflug war. So. Ich hoffe, ja, hier war ich schon, ich hoffe, dass ich
hier irgendwie rasch rauskomme. Aber es sieht eigentlich super aus. Fast, hier geht's raus. Aber das ist mir jetzt fast etwas peinlich. In diesem Part werden wir doch nicht mehr die Wall of Flesh angehen. Aber als Alternativprogramm haben wir immerhin zweimal die Bienenkönigin gelegt. Ist ja auch was. Und wir haben 400 Leben bekommen insgesamt. Ja. Also wenn das nicht nett ist, weiß ich es auch nicht. Aber versprochen, das nächste Mal gibt's auf jeden Fall die Wall of Flesh. Jetzt erstmal zurück nach Hause und die Beute sortieren, ablegen, kombinieren, vor allem das Geld ablegen. Ich habe jetzt 39 Gold im Gepäck. Da muss ich es mir schon zweimal überlegen, ob ich sterben will. Aha. So. Schleim, Sandschleim. So, und hier ist schon mal. Moment, ich könnte eventuell die jetzt mal reinpacken. Das sieht doch schon besser aus. Und schon sind wir wieder zu Hause. Ah, ist das schön. So, gleich mal hier alles aufstellen. Amboss-Statue. Ja, ich werde hier noch etwas weiter die Sachen ausstellen und in die Kisten packen. Für heute war es das auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.